Moin Moin, Servus, grüß dich und hallo und willkommen zu diesem neuen One Every Day über das Gerätvideo. Ich weiß, ich hatte euch schon vor einiger Zeit versprochen, mal an meinem Setup zu feilen, sprich ein richtiges Stativ und das Bild ein bisschen höher und so. Es kommt. Es kommt, es kommt. Ich kann es versprechen. Das nur als kleine Vorrede. Es geht, ja, es ist ein über das Gerätvideo. Es geht um das BQ oder BQ Aquaris X2 Pro. Ich hatte vor einigen Jahren, ich glaube 2015, 2016, hatte ich schon mal zwei BQ-Geräte zum Testen. Es war einmal ein Android-Gerät und einmal ein Gerät mit Ubuntu Touch hieß das, glaube ich, damals. Jetzt habe ich das X2, Aquaris X2 Pro hier. Hatte ich jetzt einige Wochen tatsächlich im Test. Und ja, habe mich gefreut, das testen zu können. Und wir gehen einfach einmal um das Gerät herum. Vorne Display 5,6 irgendwas Zoll, wenn mich nicht alles täuscht. Keine Notch, wie man hier sieht. Hier oben natürlich dann irgendwie, es gibt einen Front-LED-Blitz, es gibt Frontkamera, Hörmuschel und Annäherungssensor. Die Hörmuschel funktioniert übrigens mit dem Lautsprecher da unten als Dual-Lautsprecher. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Auf der Unterseite habt ihr das BQ-Logo. Das finde ich ein bisschen schade, weil es gibt nämlich es gibt virtuelle Tasten. Schöner wäre natürlich hier gewesen, wenn man hier jetzt auch die Tasten gehabt hätte und nicht die virtuellen Tasten. Naja, gut, ist halt so. Auf der Rückseite habt ihr den Fingerabdruckscanner, den Dual-LED-Flash, auch Dual-Tone und die Dual-Kamera. Die guckt, beziehungsweise die steht heraus, stört mich nicht. Wäre das mein Gerät, hätte ich da eine Ledertasche drum, dann ist das eher das Plan. Einmal 13 Megapixel, 12 Megapixel und einmal 5 Megapixel für die Tiefeninformationen. Genaueres dann natürlich wie immer im Testbericht auf ord.de. Auf der rechten Seite von vorne habt ihr den Powerbutton, der ist nicht geriffelt oder irgendwas. Und die Lautstärkewippe, wie immer, würden mir hier natürlich einzelne Tasten besser gefallen. Und auf der linken Seite von vorne habt ihr den Hybrid-Slot. Das heißt, entweder Dual-SIM oder Dual-SIM Plus Micro-SD-Karte. Das ist natürlich schade. Ich würde mir mal wieder Geräte wünschen mit Dual-SIM Plus Micro-SD-Karte. 64 GB übrigens interner Speicher, 53 GB ungefähr stehen dem Nutzer zur Verfügung. Also kann man, wenn man jetzt nicht der ja, Datenmessi ist, sag ich mal, durchaus hier auf die Micro-SD-Karte verzichten und Dual-SIM nutzen. Auf der Unterseite Lautsprecher, USB Type-C, zweites Mikro und Klinkeanschluss. Klinkeanschluss würde mir natürlich oben, wo übrigens da ist natürlich das zweite Mikro, würde mir besser gefallen, Klinke. Aber immerhin haben wir Klinke heutzutage. Super. Double Tap to Wake ist aktiviert, Double Tap to Sleep übrigens auch. Oder ihr macht einfach den Fingerabdruckscanner und dann ist das Display da. Wie immer gehen wir einmal in die Einstellungen. Es ist übrigens Android One, das heißt schnelle Updates und wie ist es immer, 2 Jahre Updates und ein Jahr, zusätzliches Jahr Sicherheitsupdates, so ungefähr jedenfalls. Android 8.1.0, Android 9 soll selbstverständlich kommen und Sicherheitspatch 1. August, das ist ja ganz und gar nicht mal so verkehrt. Ich habe hier noch Droid-Info drauf, da gehen wir natürlich auch einmal rein. Ich dachte, das hätte ich jetzt schon durch. Gucken wir einmal Aquaris X2 Pro. Wir haben 2160x1080 Pixel, 420 dpi, Erneuerungsrate 60 Hz. Das ist ein Snapdragon 660 Prozessor, Octa-Core. Adreno 512 und was ist es? 4 GB RAM, glaube ich. Ich glaube, bei der 128 GB Variante ist es dann 6 GB RAM, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Genau, 4 GB RAM, USB OTG, ja, 12,2 Megapixel ist die Primärkamera. Gehen wir weiter. Features haben wir hier, Bluetooth, ja, NFC auch, GPS selbstverständlich, Thermal, Akku, Sensoren, alle möglichen Sensoren, die ihr haben wollt, Gyroskop und Magnetometer und Accelerometer und Wake-up und Magnetometer hatte ich schon,
Und Step Detector und Step Counter ist halt ein Snapdragon. Da sind alle möglichen Sensoren drin. Und das ist auch ganz gut so. Gehen wir da wieder raus und wo gehen wir hin? Was interessiert uns? Uns interessiert die Kamera. Beziehungsweise, bevor ich in die Kamera gehe, ich habe einen Google Camera Port installiert und wie ich auch im Testbericht geschrieben habe, unterstützt aber die BQ-eigene Kamera-App auch HDR Plus im Prinzip. Und das ist tatsächlich manchmal sogar besser, meiner Meinung nach, als HDR Plus von dem Google Camera Port. Ihr könnt euch also die Hallo? Die Installation tatsächlich sparen. Die Kamera-App von BQ ist ein bisschen einfach gehalten. Ihr habt hier oben die Bedienelemente, Blitz und Timer. Hier könnt ihr die bewegten Fotos ja, einstellen, dass die aufgenommen werden. Dieses Moving Image-Ding, was auch die Google Camera-App unterstützt. Hier habt ihr entweder HDR Plus, HDR On. Oder also einschalten, ausschalten oder HDR automatisch. Hier oben sind die Einstellungen. Ihr könnt das Format der Rückkamera einstellen. Standard ist dann natürlich 4 zu 3. Ihr könnt auch 18 zu 9 Bilder machen. Fotoauflösung 2, 5, 8 oder 12 Megapixel. Nein. Videoaufnahmen sind maximal mit 4K möglich. Geolocations könnt ihr machen, ihr könnt Dateiformat JPEG oder JPEG plus DNG machen. Selfie-Vorschaufenster gibt es, Raster könnt ihr einstellen, Kameraton, Videostabilisator ist übrigens kein optischer, sondern ein elektronischer. Spiegeleffekt, normale Aufnahme als HDR speichern und so weiter und so fort. Gehen wir einmal ganz schnell durch, ihr habt manuellen Modus, ihr habt den Porträtmodus, also das dann der Blur-Effekt da so rum ist, das funktioniert meiner Meinung nach bei Honor oder Huawei-Geräten deutlich besser als bei BQ. Ihr habt einen Panorama-Modus, ihr habt den automatischen Modus ganz einfach und wenn ihr hier rauf geht, kommt ihr in die Videokamera. Ach so, ja, bei Videokamera habt ihr Zeitraffer, Zeitlupe, Video und Timelapse. Was ist der Unterschied? Das weiß ich nicht genau, aber gut, es ist so. Und Google Lens, wo ihr dann halt das scannen könnt und Google sagt, was es da gerade sieht, Bild oder Tier oder was auch immer. Legen wir mal die Handytasche hier hin, halten das und machen ein Foto. Das dauert eine Weile mit HDR Plus, aber meiner Meinung nach ist es das wert. Ihr könnt es auch gedrückt halten. Dann macht ihr Serienbilder, das geht relativ schnell. Ja. Kann man machen. Gehen wir aus der Kamera wieder raus. In dem Launcher könnt ihr auch so mal, also nach rechts swipen, dann habt ihr die Google Now-Karten. Mag ich persönlich immer gerne. Was für viele oder für einige von euch vielleicht ein Nachteil sein dürfte, es unterstützt diesen Widevine Security Level Patch Level 3, das heißt weniger als 720p werden zum Beispiel bei Netflix oder Amazon Prime Streaming unterstützt. Ich habe es ausprobiert. Mich persönlich, so wie ich ein Smartphone halte, stört das gar nicht. Ich sehe da keine Pixel. Vielleicht habe ich auch kein Auge dafür. Keine Ahnung. Also mich persönlich würde das nicht stören. Und wenn es mich hier nicht stört, würde es mich wahrscheinlich bei anderen Geräten, die das ebenfalls nicht unterstützen, den Level 1 auch nicht stören. Gucken wir noch einmal ganz schnell in ein Spiel rein. Und zwar in dieses Beach Buggy Racing. Da hört man auch gleich den Sound, das mache ich mal ein bisschen lauter. Halte ich hier zu, kommt vorne bzw. oben immer noch was raus und so habt ihr einen gar nicht mal so schlechten Sound. Den mache ich jetzt natürlich wieder leiser. Das Spiel ist übrigens meiner Meinung nach sehr zu empfehlen. Nein, ich mag berühren lieber. Da, 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 da. Jawohl, jawohl, jawohl. Dann mal los. Sieh zu. Das ist jetzt natürlich nicht das grafisch anspruchsvollste Spiel, aber auch Asphalt. Nein, Asphalt 9 wollte ich testen. Ich gehe mal wieder raus. Asphalt 9 wollte ich testen. Ging nicht runterzuladen, habe ich mit Asphalt 8 probiert. Das läuft einwandfrei, aber auch hier Altos Odyssey oder Temple Run, natürlich Gods of Rome. Geht alles ganz, ganz super. Ist halt ein potenter, eine potente CPU, die gut läuft.
Genaueres, technische Daten etc. findet ihr dann im Testbericht auf OAD. Und ja, ich sage danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich unselbstverständlich ciao und bye bye.